Was gefällt Ihnen eigentlich besser? Frauen mit Kurven oder Hungerhaken? Frauen in Kurven natürlich, weil einfach schöner anzuschauen. Zu dünn ist irgendwie auch nicht schön. Man sieht so meistens an den Schaufensterpuppen auch, es hängt alles nur noch dran. Und ich finde schon, dass Frauen ein bisschen Kurven haben sollten, weil man soll sich auch woran kuscheln können. Also Frauen mit Kurven, würde ich mal sagen, ne? Von der Größe her, dem Gewicht, das Gewicht abgestimmt und von der Ästhetik her, als wie jetzt, wenn jemand Magersucht hat. Eine schöne Frau muss was bieten können. Und ich bin halt nicht der Typ, der dann auf Model-Mädels steht, die dann 40 oder 50 Kilo wiegen. Hungerhaken? Nee. Nee, ist einfach nicht schön. Wir sind hier zu Gast bei Mai Shanti Yoga in Nürnberg-Gostenhof und wir nehmen heute jemand ganz Besonderen ins Visier. Zu Gast hier bei Mai Shanti ist Dirk Bennewitz, der Yoga-Papst in Deutschland. Bennewitz ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Von seinen Kenntnissen profitieren viele Stars auf der ganzen Welt. Bennewitz ist unkonventionell, wobei er selbst auch genügend Vorurteile vor seiner ersten Yogastunde zu überwinden hatte. Das liegt an den Bildern, die man so spontan in den Kopf kriegt, an so Assoziationen, dass das immer so ganz sanfte Männer sind in so einer weißen Dreiviertelhose. Und ich hatte immer unheimlich viel auch religiöse Assoziationen, sodass da also unheimliche Verhaltensregeln und so weiter und so fort da eine Rolle spielen. Und das ist nicht so. Und man kann sich an bestimmte Regeln halten oder nicht, aber es steht vorne keiner, der sagt, das und das musst du machen. Deutschlands bekanntesten Yoga-Lehrer gelingt es, viele Aspekte mit in seine Praxis einzubinden. Der ehemalige Fallschirmspringer arbeitet an der Basis mit Atemtechnik. Genauso aber gibt er Übungen aus der Selbstverteidigung ihren Platz. Der Kampfsportler in ihm hat aber seinen Frieden gefunden. Und das passt gut zur natürlichen Stille und Ruhe des Yoga. Es widerspricht sich tatsächlich nicht. Ich habe das auch lange nicht verstanden. Aber vielleicht kennst du dieses Stichwort von kämpfen lernen, um nicht kämpfen zu müssen. Dass man also tatsächlich alles, was an Angriffen, an Aggressionen auf einen zukommt, nicht bekämpft und sich in den Weg stellt, um danach der Stärkere gewinnt, sondern dass man das Ganze an sich vorbeilaufen lässt. Ja? Und das sind Dinge wie Ausweichen, nach dem Stichwort, jeder nicht geführte Kampf ist ein gewonnener Kampf. Und das passt mit dem Yoga sehr gut zusammen. Wer Bennewitz Lehren folgt, gerät unweigerlich ins Schwitzen und lernt völlig neue Aspekte kennen. Wer als Mann erste Erfahrungen mit seinem Beckenboden macht, der muss sich vorstellen, wie er gegen den Elektrozaun einer Kuhweide pinkelt. So bildlich beschreibt Bennewitz in seinem Buch. Ich habe es für Männer geschrieben und wie gesagt, für Frauen, die auch Vergleiche mit Automatikgetrieben nicht scheuen, ist das genauso geeignet. Es ist nicht so, dass das, was im Buch beschrieben ist, nur für Männer möglich ist. Aber das ist das, was Männern Spaß macht, das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung festgestellt habe. Wenn Frauen daran auch Spaß haben, freut es mich auch. Mit Bennewitz lernt man durchatmen und das in einer hektischen Zeit. So etwas kann jeder nutzen, für sich selbst, ganz persönlich. Mein Trend in diesem Frühjahr ist das Café La Violette an der oberen Wörthstraße, weil es klein ist und sehr ruhig, ein bisschen ab vom Schuss, sodass man nicht die ganzen Touristen hier hat. Und wenn man vom ganzen Shoppen immer noch nicht genug hat, dann kann man nebenan immer noch ein bisschen Frühjahrsdeko einkaufen gehen.